Hier ist noch ein Zettel dran geheftet. Jugendliche und Kinder sollten jetzt lieber den Saal verlassen. Ich glaube, sind Kinder da? Nein. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das jetzt mal von links lesen. Es bringt ein bisschen Abwechslung in den Abend. Tatsachenbericht aus der LA Times. Das brennende Hamstergeschoss. Im Nachhinein gesehen war der große Fehler, das Streichholz anzuzünden. Aber ich habe nur versucht, den Hamster wiederzukriegen, hat Erik Tomaszewski amüsierten Ärzten in der Abteilung für schwere Verbrennungen im Salt Lake City Hospital erzählt. Tomaszewski und sein homosexueller Lebenspartner Andrew, hier steht in Klammern Kiki, das ist mein Spitzname. Nein, stimmt nicht. Andrew Kiki Farnham waren nach einer Session der intimen Art zur Ersten-Hilfe-Behandlung eingeliefert worden, nachdem dabei einiges schiefgelaufen war. Ich habe ein Papprohr in sein Rektum eingeführt. Und dann Ragged unseren Hamster hineinschlöpfen lassen. Erklärte er. Wie gewöhnlich hat Kiki Armageddon gerufen. Das Zeichen dafür, dass er genug hatte. Ich habe versucht, Ragged zurückzuholen, aber er wollte nicht wieder rauskommen. Also habe ich ein Streichholz angezündet und in das Rohr gespäht, wobei ich gedacht habe, das Licht würde ihn anlocken. Bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz beschrieb ein Sprecher des Krankenhauses, was als nächstes geschah. Das Streichholz entzündete eine Gasblase im Innern und eine Flamme schoss aus dem Rohr, entzündete Mr. Tomaszewskis Haare, fügte seinem Gesicht schwere Verbrennungen zu. Außerdem fingen das Fell und die Schnurrbarthaare des Hamsters Feuer und entzündeten im Gegenzug eine noch größere Gasblase noch weiter innen. Dies schleuderte den Nager nach draußen wie eine Kanonenkugel. Tomaszewski erlitt Verbrennungen zweiten Grades und eine gebrochene Nase durch den Aufschlag des Hamsters, während Farnham Verbrennungen ersten und zweiten Grades an seinem Anus und Enddarm erlitt. Die 11 beängstigendsten Fakten dieser Geschichte. Top 11. Ich habe ein Papprohr in sein Rektum eingeführt. Guter Anfang. Top 10. Wie gewöhnlich hat Kiki Armageddon gerufen. Die machen das öfter. Zumindest haben sie es häufiger als einmal getan. Top 9. Also habe ich ein Streichholz angezündet und in das Rohr gespäht. Tut mir leid, aber das ist so, als würde man mit einem Teleskop in die Hölle schauen. Ich würde eher mit einem Fernglas in die Sonne schauen. Top 8. Der arme Hamster, der offensichtlich an geringem Selbstwertgefühl leidet, wird aus der... Der arme Hamster, der offensichtlich am geringen Selbstwertgefühl leidet, wird aus dem Arsch des Typen gefeuert wie Rocky das fliegende Eichhörnchen. Top 7. Sich die Nase durch einen Hamster brechen, der aus dem Arsch eines anderen gefeuert wird.
Ich kann nur raten, aber ich vermute, der Hamster war nach seinem Ausflug in Kikis Tunnel der Liebe auch nicht mehr taufrisch. Top 6. Leute, die mit vulkanartigen Gasblasen in sich rumlaufen. Top 5. Das ist in Salt Lake City passiert. Was für eine Art von Menschen sind Mormonen? Ich kriege langsam ein ganz neues Bild von der Osmond-Familie. Top 4. Verbrennungen ersten und zweiten Grades an seinem Anus. Macht das Jucken und die Unannehmlichkeiten von Hämorrhoiden nicht zu einer willkommenen Erholung? Wie soll man nach sowas noch in Ruhe aufs Klo gehen? Und der Geruch von einem verbrannten Anus muss in der Top 5 der schlimmsten Gerüche auf Gottes Erde sein. Top 3. Leute, die sich Kiki nennen. Was ganz offensichtlich ein polynesisches Wort ist für Volldeppen, die sich Nagetiere in den Arsch stopfen. Top 2. Wer hat mir das auf den Tisch gelegt? Welches Krankenhaus gibt eine Pressekonferenz für so etwas? Leute, die so etwas tun ist und es dann auch noch in der Notaufnahme zugeben, getan zu haben. Tut mir leid, aber ich hätte mir irgendein Ammenmärchen ausgedacht von einer umherstreichenden, pyromanischen Analsex-Horde Unmenschen, die in mein Haus eingebrochen sind und mich dann mit einem Stück glühender Holzkohle missbraucht haben, bevor ich die Wahrheit zugebe. Top 1. Nennt mich ruhig altmodisch, aber kann mir einfach nicht vorstellen, zum Arzt zu gehen und zu sagen, nun, Herr Doktor, es war folgendermaßen. Wissen Sie, wir haben diesen Hamster genannt Ragged und wir haben ein Papprohr genommen und...